Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu YouTube, ihr scheiß Piraten. Kiel holen lassen sollte man euch. Aber wenn ihr schon mal da seid, dann könnt ihr auch bleiben, hier sind die Themen. Heute gibt's bei uns ein Wiedersehen mit einer alten und doch jungen Bekannten. Lara Croft entdeckt die Welt im Tomb Raider Reboot. Zunächst jedoch kriegen wir und ihr die Krise in Crytek's Shooter Crysis 3. Endlich mal wieder ein Spiel, wo man einen knallharten Macho spielt mit einem krassen Anzug und fetten Wumm. Und man läuft aber auch noch durch New York, das wollte ich schon immer mal. Aber gibt's da auch einen Rambo 3-Bogen? Mhm. Und kann man sich da unsichtbar machen? Mhm. Und gibt's da auch Aliens und Einschützengebäude? Mhm. Und sieht es so toll aus, dass wir es auf jeden Fall kaufen? Eins ist klar, bei Crysis 3 geht es um die Grafik. Darum schon mal vorab, Crysis 3 sieht super aus. Bevor wir jetzt aber in kollektives Staunen verfallen, erzählen wir euch eben, was das Spiel noch so zu bieten hat. Seit ihrem ersten Teil dreht sich die Serie um Supersoldaten in sogenannten Nanosuits, Kampfanzüge, die ihren Trägern übermenschliche Fähigkeiten verleihen. Im dritten Teil spielt ihr Prophet, der nicht nur einen tollen Anzug trägt, sondern auch mit einem Alien-Virus infiziert ist und im zweiten Teil eigentlich tot war. Zusammen mit eurem Kumpel Psycho kämpft ihr euch durch das von einer Seuche und einer Alien-Invasion völlig verwüstete New York. Dort haben die Cell das Sagen, eine Söldnereinheit, die dem bösen, bösen Crynet-System untersteht. Diese wollen, ihr habt es wahrscheinlich schon erraten, die Weltherrschaft an sich reißen. Dann gibt es da aber noch die Seth, eine Alien-Rasse, die es ebenfalls auf die Erde abgesehen hat. Das Ganze ist also so etwas wie eine Dreiecksbeziehung, in der jeder gegen jeden kämpft. Die letzte Hoffnung der freiheitsliebenden Menschheit ist eine Rebellengruppierung, für die ihr nun in den Krieg zieht. Dann retten wir jetzt mal die Menschheit, okay? Leichter gesagt als getan, denn im überwucherten New York wimmelt es von Soldaten, Aliens und Geschützen, die euch in 0,nichts das Licht ausknipsen. Euer einziger Trumpf ist euer Anzug. Mit diesem könnt ihr nämlich nicht nur hoch springen und schnell laufen, sondern zwei verschiedene Kampfmodi aktivieren. Aktiviert ihr den Panzerungsmodus, verliert ihr keine Gesundheit und könnt euch mit breiter Brust ins Gefecht stürzen. Seid ihr dagegen im Tarnmodus, könnt ihr euch ungesehen an Gegnern vorbeischleichen oder sie lautlos ausschalten. Beide Modi verbrauchen dabei Energie. Ist die Batterie leer, seid ihr schutzlos und müsst Deckung suchen, bis sie wieder voll ist. Je nachdem, welchen Modus ihr aktiviert, ändert sich auch das Spielgefühl. Im Panzerungsmodus ist Crysis 3 ungefähr so. Crysis 3, Nash Real Action, der fetteste Actionfilm aller Zeiten. Warum? Es gibt fette Action. Überall. Helikopter, Explosion, Panzerungsmodus an und los geht's. Schön alles umflügen. Prophet kämpft, als wäre der Leibhaftige hinter mir. Und schießt. Action. Krass. Prophet teilt aus. Wow! Irre! Gewalt ist eine Lösung! Bam! Volltreffer! Guter Wurf! Salto! Bam, 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 bam! Crysis 3! Arschvoll Action! Fette Action ist zwar cool, oftmals ist es aber schlauer, verdeckt zu operieren. Im Tarnmodus bietet sich euch aber ein völlig anderes Spielerlebnis. Hier geht es nämlich eher ruhig zu. Prophet ist unterwegs auf geheime Mission in Crysis 3. Listenreicher Schleicher. Tarnmodus aktiviert. Yeah. Und losgeschlichen. Er ist total unsichtbar, sodass er fast gar nichts zu sehen ist. Sein Bogen rutscht alles weg mit einem Schuss. Boom. Er schleicht leise wie eine Katze. Oder ein Luchs. Bam. Voll in die Fresse. Action und Schleichen. Das ist Crysis 3. Crysis 3. Schleichgeballer. Eure wichtigste Waffe im Tarnmodus ist der Bogen. Ein Bogen? Ja. Gefällt er dir? Nein. Mit ihm könnt ihr Gegner aus der Entfernung ausschalten, ohne dass ihr dabei eure Tarnung verliert. Einziges Problem, ihr habt maximal 9 Pfeile und Munitionskisten gibt es eher selten. Ihr müsst eure abgeschossenen Pfeile also schön säuberlich wieder aufsammeln. Trotz Munitionsknappheit ist der Bogen aber der heimliche Star von Crysis 3. Ein Schuss, tot. Sogar ein Heli hat keine Chance gegen den Bogen. Okay, jetzt aber endlich zur Grafik. Oh. Ah. Guckt euch das an. Was soll man dazu sagen? Das überwucherte New York unter der riesigen Glaskuppel sieht einfach wunderschön aus. Schade nur, dass sich die volle Pracht des Nanodoms nur in wenigen Missionen voll entfaltet. Wieso durch dunkle Höhlen und austauschbare Militärbasen stapfen, wenn es in der Welt drumherum so viel zu sehen gibt? Schade ist auch, dass man selten dazu kommt, die Spielwelt zu erforschen. Die Hetzjagd von Missionsziel zu Missionsziel bietet wenig Freiheiten.
Selbst die eingestreuten Nebenmissionen schaffen nicht das Gefühl einer offenen Spielwelt. Generell macht Crysis 3 nicht wirklich etwas neu. Die Fähigkeiten des Nanosuits gab es schon in den vorigen beiden Teilen und selbst wenn der Bogen cool ist, einen Innovationspreis gewinnt Crysis damit nicht. Dasselbe gilt für die Story. Eine korrupte Söldnertruppe, böse Aliens und ein arschcooler Held, der alles niedermacht, hat man alles schon mal gesehen. Potenzial birgt höchstens das Verhältnis der beiden Buddies Prophet und Psycho. Während Prophet als Kampfmaschine immer mehr seine Menschlichkeit verliert, schwankt Psycho immer zwischen Neid auf Prophets Nanosuit und Abscheu für seine Kaltblütigkeit. Das Ganze wird aber so platt präsentiert, dass man es kaum ernst nehmen kann. Wessen Gesicht verbirgt sich heute unter diesem Helm, Prophet? Hast du überhaupt noch ein Gesicht? Auf den Konsolen ist Crysis 3 nicht viel mehr als ein solider Shooter. Dazu kommt, dass der Singleplayer-Modus gerade mal 6 bis 7 Stunden Spielzeit bietet. Danach bleibt euch noch der Multiplayer-Modus, der zwar okay ist, gegen die große Konkurrenz Marke Call of Duty und Co. aber auch nicht viel zu melden hat. Auf dem PC ist Crysis 3 zwar auch nur ein solider Shooter, grafisch setzt er allerdings neue Maßstäbe und zeigt schon mal, was wir von den kommenden Konsolen erwarten können. Dass die zweite Staffel des Episoden-Epos The Walking Dead bereits produziert wird, ist bekannt. Doch nun ließen die Telltale-Leute verlauten, dass sie den Fans die Wartezeit bis dahin ein wenig versüßen möchten. Mit was genau haben sie aber noch nicht verraten. Egal was, nehmt unser Geld. Laut einigen Gerüchten möchte Michel Ancel, seines Zeichens Rayman-Erfinder und Leiter des Ubisoft-Studios in Montpellier, seinen Brötchengeber verlassen, sobald Rayman Legends veröffentlicht wurde. Ubisoft dementiert das Gerücht natürlich. Schauen wir mal, was bei rauskommt. 6 Jahre nach Project Gotham Racing 4 erneuert Microsoft die Markenrechte an der beliebten Rennspielserie. Die Hoffnungen auf eine Rückkehr waren gering, wurde Bizarre Creations doch im Jahr 2011 geschlossen. Als der nächste PGR-Entwickler wabert Lucid Games durch die Gerüchteküche, ein junges britisches Studio, bei dem einige Bizarre-Mitarbeiter untergekommen sind. Und noch eine Racing-News. Bugbear veröffentlichte kürzlich einen Trailer zu einem neuen Crash-Racing-Game, mit dem sie zu ihren Flatout-Wurzeln zurückkehren wollen. Eine offizielle Fortsetzung zu Flatout wird's aber nicht werden, da sie die Rechte nicht mehr besitzen. Zuletzt lieferten die Finn mit Ridge Racer Unbounded einen nur mäßig erfolgreichen, aber dennoch guten Arcade-Renner ab. Wir beschließen unser Next mit einer traurigen Nachricht. Der Game-Designer Kenji Eno ist im Alter von 42 Jahren verstorben. Hierzulande war der Exzentriker hauptsächlich durch Horror-Adventures wie D2 oder Enemy Zero bekannt. In Japan hingegen kannte man ihn als erfolgreichen Chartmusiker und Soundkünstler. Er programmierte unter anderem Spiele für Blinde, reiste als Vagabund durch Japan und gab dem Aiko-Erfinder Fumito Ueda seinen ersten Job. Lara Croft ist nicht nur das Stehaufmännchen des Action-Adventure-Genres, nein, sie ist auch für ebenso viele verantwortlich. Ja, da waren jetzt Zweideutigkeiten drin, aber das könnt ihr euch ja später auseinanderklamüsern. Dafür haben wir jetzt sowieso keine Zeit, denn Lara Croft hat in Tomb Raider ein Date mit dem Schicksal. Wer ist die Frau hinter den Brüsten? Und wie hat das alles angefangen? Epische Musik jetzt. Sparen wir uns mal die übliche Geschichtsstunde um die unkaputtbare Archäologin Lara Croft. Für den vollen Genuss des Tomb Raider Reboots ist es eh besser, wenn ihr alles, was ihr über die Serie wisst und denkt, vergesst. Lara ist jetzt wieder jung, sieht aber ganz schnell ziemlich alt aus, nachdem sie auf einer geheimnisvollen Insel gestrandet ist. Ein offenkundig irrer Typ nimmt sie nämlich gefangen und hängt sie mal eben kopfüber in seiner Horrorhöhle auf. Eine turbulente Flucht später krabbelt die junge Dame dann aus eben dieser Höhle zurück ans Tageslicht. Was die Dichter und Denker unter euch gerne als Metapher auf Laras Wiedergeburt verstehen dürfen. Dieser blutig-brachiale Auftakt lässt schon erahnen, wie es weitergeht und dass Laras anfängliche Hemmungen ob all der Gewalt im Halsumdrehen überwunden sind. Die junge Wilde mäht sich durch den Dschungel wie Rambo auf Ritalin, sodass es wie die Faust aufs Auge passt, wenn sie schließlich aus blutiger Suppe auftaucht, wie einst Martin Sheen in Apocalypse Now. Da glaubt man gar nicht mehr, dass die letzten zwei Tomb Raider-Teile ab 12 waren. In Anniversary gab's ja nicht mal menschliche Gegner, auf die ihr schießen konntet. Ja und jetzt? Jetzt rückt das Kanonenfutter im Dutzend an. Und während wir uns noch fragen, ob Square für die bekloppten Bande um einen religiösen Spinner Tantiemen an Capcom zahlt, tickt unaufhörlich das patentierte Uncharted-Uhrwerk. Man könnte fast meinen, dass da irgendjemand im Hintergrund pausenlos am Gelingen einer möglichst spektakulären Sause werkelt. Okay, kommt ihr kurz zusammen, bitte?
Also passt mal auf, das hier ist die Lara Croft, okay? Und die ist hier mit ihrem Schiff gestrandet. Und wir werden jetzt dafür sorgen, dass sie hier eine richtig gute Zeit hat. Das bedeutet für uns Action, Action, Action. Alles klar? Okay, dann an die Sachen ran und los geht's! Habt ihr mit dem Bogen erstmal eure erste Waffe, könnt ihr kaum noch einen Meter gehen, ohne über einen Köcher mit Pfeilen zu stolpern. Ja, nicht nur einfach einen Pfeil oder zwei, nein, immer einen ganzen Köcher voll. Wieso liegt so ein Dschungel voll mit Munition? Die Alte verballert die Pfeile ja schneller, als wir produzieren können. Schnell, wir brauchen Nachschub. Wo brauchst du's, Boss? Ich würde sagen Dschungelsektor 7G. Okay. Und jetzt weg. Weg, weg. Viel Munition schreit nach vielen Munitionsempfängern. Mal abgesehen von den paar Damen und Herren, die mit auf Laras Schiff waren, will wirklich alles und jeder an Laras Leder. Die Bekloppten, uralte Wächter und, Häschen und Krabben jetzt mal ausgenommen, sogar die Tierwelt. Unsere Kampftruppe verkackt gerade wieder. Wir brauchen mehr aggressive Natur. Was? Lass die Wölfe los! Lass die Wölfe los! Der Dschungel ist zwar keine Einbahnstraße und ihr könnt euch dank diverser Schnellreisepunkte bequem über die Insel beamen, auf Wunsch fahrt ihr aber linear auf unsichtbaren Schienen durchs Spiel, sodass ihr nie ins Stocken geratet. Lara, ich sagte nie ins Stocken geratet. Achtung, Achtung, drohender Spielflusshänger in Quadrant Delta. Bitte ein Zuständiger schnell die Kletterwand beleuchten. Okay. So? Höher. So? Perfekt. Okay. Danke. Okay, mit dem Zielpunkt-Beleuchtungsfeature ist auch für die ganz Doofen vor dem Bildschirm gesorgt. Und damit hören wir uns wohl endgültig etwas gehässig an. Ja, Tomb Raider ist die zeitgenössische Action-Achterbahn, die für so manch intellektuellen Gamer nonstop dem Untergang des Videospielabendlandes entgegenbrettert. Aber wisst ihr was? Wir lieben die neue Lara. Und zwar nicht trotzdem, sondern genau deswegen. Ihr Comeback hat einen tollen Flow, mit Nora Tschirner eine starke Sprecherin. Zurück! Zurück in den Thronsaal! Überraschend gut funktionierende Shootouts und, wir können das gar nicht genug betonen, sensationelle Schauwerte. Im Ernst, Tomb Raider ist eins der schönsten Spiele seiner Generation, Punkt. Dabei haben die Entwickler eine bizarre Wahrheit aus Dark Knight beherzigt. Einige Menschen wollen die Welt einfach nur brennen sehen. All die schönen Kulissen scheinen nur gebaut worden zu sein, um möglichst imposant zu zerbersten, einzustürzen oder nun ja, eben zu brennen. Egal ob Brücken oder Hausdächer, alles kommt mit Sollbruchstellen. Da fühlt man sich manchmal fast wie bei dieser absurden Actionszene in der Goblinhöhle beim Hobbit. Wir müssen ihn haben, den Schatz. Wenn ihr aber auf festen Faden bleibt, mal durchschnauft und euch die Zeit nehmt, abseits des Weges zu stöbern, führen euch Kreidezeichnungen zu optionalen Gräbern. Ich hasse Gräber. Ja, ja, wissen wir, aber die rudimentären Rätselräumchen sorgen doch noch ein bisschen für das alte Schatzsucher-Flair. Wer möchte, kann sich dann immer noch über den Verfall traditioneller Werte und grauer Zellen beschweren oder einfach drüberstehen und eins der schicksten, stimmungsvollsten und packendsten Spiele der letzten Zeit genießen. Also Lara, von uns alles Gute zum Wiedergeburtstag. Toll siehst du aus. So, jetzt reicht's aber auch langsam mit Videospielen. Geht gefälligst nach Hause und wartet auf nächste Woche. Online sind wir aber natürlich zu jeder Tages- und Nachtzeit für euch verfügbar, wenn ihr Sorgen, Nöte, Probleme, zu viel Geld oder zu viel Zeit habt, gamemon.de. W to the Ida schauen, R to the eingehauen. Oh Mann, du Würstchen. Ha 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 ha!